Warum ist der Rentenzuschlag bis 7,5% noch nicht ausgezahlt? Wann kommt endlich der Rentenbescheid hierzu? Herr Knöppel, sagen Sie doch bitte mal was. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, der 1.7.2024 ist ja wirklich eine Zäsur. Für viele Menschen in Deutschland gibt es einen extra Rentenzuschlag. Also zur Rentenerhöhung nochmal on top drauf bis 7,5%. Wir reden hier von 3 Millionen Menschen. Und seitdem dieses Thema bekannt ist, seit dem Jahr 2022, bekommen wir sehr, sehr viele Anfragen zu diesem Thema. Wir haben einen Ratgeber geschrieben, wir haben viele Beiträge dazu veröffentlicht, wir haben Videos gedreht, wir beantworten auch, wenn es geht, Fragen der Kunden. Meine Damen und Herren, und Sie schicken uns sehr viele Fragen zu. Und leider ist es so, ich kann sie oder wir auch als Team können sie nicht alle beantworten. Deshalb müssen wir sie auch zum Teil zurückweisen, mitteilen. Es tut uns leid, wir schaffen es praktisch aus Kapazitätsgründen nicht, die Fragen zu beantworten. Und viele von Ihnen haben ja immer wieder die gleiche Frage, was ich auch völlig verstehe. Sie sind in Sorge, Sie wollen Ihren Zuschlag haben. Wo ist der Zuschlag, Herr Knöppel? Meine Frau hat eine EM-Rente bezogen seit 2010. Nachfolgend eine Altersrente. Warum ist der Zuschlag noch nicht da? Wann kommt endlich der Bescheid? Und. Ja, und ich bekomme aber auch Mails von Leuten, die schicken mir ihren Bescheid zu, ihren Zuschlagbescheid und teilen halt mit. Ja, hier ist der Zuschlag. Gucken Sie mal hier, Herr Knöppel, einmal frei. Wir freuen uns. Super, klasse. So, ich werde dann in einem nächsten Video auch nochmal zeigen, wie so ein Zuschlagsbescheid aussieht. Also nichts Spektakuläres, also völlig unspektakulär. Jetzt will ich auch nochmal was sagen, meine Damen und Herren. Weil ja diese Fragestellungen, die Sie immer haben, ja immer gleichlautend sind. Ja? Erstens, Anspruch auf diesen Zuschlag haben diejenigen Rentnerinnen und Rentner, die in der Zeit von 2001 bis 2018 oder einschließlich bis 31.12.2018 eine Rente wegen Erwerbsminderung bezogen haben. Das ist das Erste. Zweitens, Anspruch auf diesen Zuschlag haben aber auch diejenigen, die in der Zeit von 2001 bis 2018 eine Hinterbliebenenrente bezogen haben, wo der Verstorbene selbst keine eigene Altersrente vorher bezogen hat oder er die Regelaltersgrenze im Zeitpunkt seines Todes noch nicht erreicht hatte. Oder die Kategorie zum Beispiel der Menschen, die nachfolgend nach der EM-Rente dann unmittelbar nachfolgend eine Altersrente bezogen haben. Und alle diese Renten haben eines gemein, sie müssen am Stichtag 30.06.2024 noch gezahlt werden. Ja, das heißt, die dürfen davor nicht aufhören. So einfach ist die Rechtslage. Und dann unterscheidet man noch 4,5% oder 7,5%. Und 7,5% bekommen diejenigen Rentnerinnen und Rentner, deren Erwerbsminderungsrenten zum Beispiel in der Zeit vom 1. Januar 2001 bis 30.06.2014 begonnen haben. 4,5%, die EM-Rente ab dem 1.7.2014 bis einschließlich 31.12.2018 bekommen haben oder begonnen hat, meine Damen und Herren. Und das ist so die grobe Geschichte. Und dieser Zuschlag wird als extra Rentenzuschlag ausgezahlt. Und zwar kommt dieser Zuschlag in der Zahlung in der Zeit vom 10. Juli bis zum 20. Juli. So steht es auch in dem entsprechenden Ausführungsgesetz eindeutig drin. Also können Sie sich auch nochmal merken, da ist sozusagen geregelt im SGB VI, wann die Zahlung zu erfolgen hat. Und dieser Zuschlag, den bekommen Sie natürlich immer nur dann, wenn Sie auch die Anspruchsvoraussetzungen erfüllen, habe ich Ihnen gerade genannt, und Sie bekommen auch dazu einen Bescheid. Ja, meine Damen und Herren, und die Deutsche Rentenversicherung arbeitet doch fleißig. Die versucht Ihnen allen ohne Antrag den Bescheid zuzusenden. Und deshalb, meine Damen und Herren, eine große Bitte mit einem großen, dicken Herz an Sie. Haben Sie bitte Geduld. Auch wenn es noch lange, etwas länger dauert. Es kann sicherlich noch 14 Tage, 3 Wochen, 4 Wochen dauern. Ich kann Ihnen nicht sagen, warum Ihnen die Rentenversicherung Ihren Bescheid nicht zugeschickt hat, Sie möglicherweise aber schon das Geld auf dem Konto haben. Dann können Sie sich ja schon mal beruhigt zurücklehnen und sagen, Mensch, ich bin ja mit dabei. Wunderbar. Also, meine Damen und Herren, oder aber Sie haben das Geld immer noch nicht bekommen und auch den Bescheid nicht bekommen. Ja, meine Damen und Herren,
dann warten Sie doch einfach ein bisschen ab und dann schreiben Sie im August Ihre Rentenversicherung an und fragen nach, was da los ist. Warum bekomme ich den Bescheid nicht? Ja, und dann gibt es noch eine Fallgruppe, die hochinteressant ist. Da bekommen wir auch sehr, sehr, sehr häufig immer Anfragen rein, aber auch immer praktisch neu oder gleichlautend neu. Ich habe in der Zeit von 1997 bis 2003 eine Erwerbsunfähigkeitsrente bezogen. Danach ist sie weggefallen und im Jahr 2010 habe ich dann eine neue EM-Rente bekommen und die beziehe ich als Dauerrente bis jetzt schon durch. Steht mir auch der Zuschlag zu. Und da habe ich gesagt und bin ich auch der Rechtsauffassung, ja, Ihnen steht auch der Zuschlag dann zu, obwohl Sie ja vorher schon eine EM-Rente nach altem Recht bezogen haben, aber die ja praktisch im Grunde genommen beendet war. Und so geht es auch mit den Renten, wo ein neuer Leistungsfall eingetreten ist. Hier geht es um die Frage der Höhe des Zuschlags. Also, Sie haben eine teilweise Erwerbsminderungsrente bezogen vom Beginn, meinetwegen 1.5.2008. Am 1.9.2014 hat dann die Deutsche Rentenversicherung Ihnen auf Antrag eine volle Erwerbsminderungsrente zuerkannt. Das heißt also, es gibt einen neuen Leistungsfall. Und dieser neue Leistungsfall löst den Beginn einer neuen Rente aus. Das heißt also, Sie bekommen dann nicht 7,5%, sondern 4,5%, weil Ihre Erwerbsminderungsrente ab 1.9.2014 begonnen hat. Das heißt also, nach dem 30.06.2014. So ist die allgemeine Rechtslage. So lesen wir das Gesetz, meine Damen und Herren. Ich kann Ihnen nur allen empfehlen, bitte Ruhe bewahren, abwarten, bis die Rentenversicherung sich bei Ihnen meldet. Sie müssen keinen Antrag für diesen Zuschlag stellen. Nicht jeder von Ihnen wird den Zuschlag bekommen. Da werden Sie möglicherweise auch enttäuscht sein, das kann sein. Aber viele von Ihnen werden diesen Zuschlag bekommen. Vor allen Dingen diejenigen Rentnerinnen und Rentner, die vor 2019 eine Erwerbsminderungsrente bekommen haben, die können sich Hoffnung auf den Zuschlag machen. Aber wenn Sie zum Beispiel seit dem Jahr 2000, also vor gut 24 Jahren, eine Erwerbsminderungsrente bezogen haben und die auch immer noch weiter durchbeziehen, dann werden Sie diesen Zuschlag nicht erhalten, wenn nicht zufälligerweise in dieser Zeitkette nicht eventuell ein neuer Leistungsfall eingetreten ist und Sie eine neue, wie auch immer geartete, andere Rente bekommen haben, Erwerbsminderungsrente bekommen haben, meine Damen und Herren. Und alle diejenigen Rentnerinnen und Rentner, die eine Altersrente unmittelbar nachfolgend nach der Erwerbsminderungsrente bekommen und diese Altersrente am 30.06.2024 auch noch besteht, also gezahlt wird, die bekommen natürlich auch den Zuschlag ausgezahlt. Und zwar bezogen auf den Beginn der vorher ausgezahlten oder bewilligten Erwerbsminderungsrente, meine Damen und Herren. Auch hier spielt es wieder eine Rolle in der Zeitkette der Abläufe. Was haben Sie dann eventuell mit neuem Leistungsfall für neue EM-Renten bekommen? Und genau das gleiche Spielchen spielen wir natürlich auch bei den hinterbliebenen Renten, sodass ich Ihnen sagen kann, die Rechtslage ist pauschal überhaupt nicht so einfach und das muss alles individuell betrachtet werden. Und glauben Sie mir eins, bei 3 Millionen Betroffenen, Begünstigten, ja, in dem Fall positiv Begünstigten, ist die Situation nicht so, dass man einfach mal sagt, so, jetzt haben wir den Rentenbescheid und jetzt machen wir das. Nein, die Rentenversicherung, da arbeiten Menschen, die sind sehr fleißig, die kümmern sich darum, dass sie ihre Renten bekommen, die kümmern sich darum, dass sie ihren Zuschlag bekommen. Und deshalb, meine Damen und Herren, müssen Sie bitte Geduld haben und einfach abwarten. Ich kann Sie leider nicht alle glücklich machen, die auf rentenbescheid24.de Anfragen schicken, sondern es wird oft so sein, dass Sie eine Mail bekommen von uns, wo wir einfach mitteilen, tut uns leid, wir können die Frage aus Kapazitätsgründen nicht beantworten. Bitte wenden Sie sich an Ihre Rentenversicherung, bitte rufen Sie da an. Ich habe heute zum Beispiel am 15.07.2014 einen Kunden gehabt am Telefon, der hat dann tatsächlich, dem habe ich eine Mail, also dem auf da habe ich eine Mailanfrage von ihm beantwortet und der hat dann tatsächlich bei der Rentenversicherung angerufen und hat dann auch die Bestätigung bekommen, dass er oder seine Frau in dem Fall den Zuschlag erhalten wird. Er muss nur halt eben ein bisschen Geduld haben. Es dauert einfach. Genau das Gleiche sage ich Ihnen auch. Haben Sie ein wenig
Geduld und warten Sie bitte. Es wird Ihnen nichts wegrennen. Wenn Sie der Meinung sind, Sie haben Anspruch auf den Zuschlag und Sie bekommen ihn nicht, dann wissen Sie doch, in Deutschland ist das wunderbar. Dann können Sie einen Antrag stellen auf diesen Zuschlag. Dann kriegen Sie einen Bescheid. Entweder Sie kriegen es bewilligt oder nicht. Und wenn Sie den nicht bewilligt bekommen, dann können Sie gerne Widerspruch und Klageverfahren einreichen. Das ist im Sozialrecht Gott sei Dank kostenlos. Und dann wird ein Richter entscheiden, ob Sie den Anspruch haben oder nicht. Meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein. Ich möchte Ihnen natürlich nicht sagen, dass Sie mir nicht schreiben sollen, um Gottes Willen, sondern ich will Ihnen einfach nur sagen, haben Sie ein bisschen Geduld, zeigen Sie ein bisschen Größe auch gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Deutschen Rentenversicherung. Die sind leider oftmals völlig überfordert oder völlig überfrachtet auch mit gesetzgeberischer Arbeit und müssen das alles umsetzen, den ganzen Irrsinn, den sich FDP, SPD und die Grünen da so ausgedacht haben. Aber das soll es gewesen sein. Näheres zu diesem Thema, zum Thema Extrarentenzuschlag, finden Sie in vielfacher Ausfertigung Beiträge und Videos auf rentenbescheid24.de oder auf unserem superklasse YouTube-Kanal von rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.